Yeah. Was geht ab, meine lieben Freunde? Hier und herzlich willkommen zum ersten Battlefield Hardline Beta Let's Play. Ja, meine lieben Freunde, ab heute ist die Beta für alle Konsolen zuständig. PS4, Xbox One. Ich weiß nicht, ob es auf die alten Konsolen auch noch gibt, aber für den PC gibt es die auch. Und ja, die gibt es jetzt, glaube ich, für 3-4 Tage zu zocken. Und hier sehen wir es auch schon direkt, Battlefield Hardline. Darauf soll er richtig viel gesetzt werden, dass das ein richtig genialer Shooter wird dieses Jahr. Einer der besten, ähnlich wie GTA, nur im Ego-Shooter-Perspektive. Man kann ja Bankräube machen und sowas. Und da bin ich echt gespannt, wie es so sein wird, weil, ja, davon wird halt so viel gesprochen und so viel vorausgesetzt. Jeder hat so viel Erwartung an dieses Spiel einfach. Und ja, wir gucken mal hier, was es alles so gibt. Hier kann man seinen Controller erstmal einstellen, wie gewohnt. Multiplayer, gucken wir uns das mal hier anpassen. Schauen wir uns mal kurz ein bisschen hier um, was so Schönes gibt hier. Stil wählen, Undercover. Ich bin Undercover und ich bin der Baller. Scheiße, so, Alter, das sieht ja mega kompliziert aus hier. Ich würde sagen, wir ändern auch gar nicht mal zu viel. Nur, dass ihr mal so einen kleinen Überblick habt, wie das... Oh, Polizeiknüppel, Nahkampf, kriegen die Daff, Knüppel in deinen Arsch, du Pisser. Alter Schwede, ey. So, ja, Freunde, würde ich sagen, guck mal hier direkt, was gibt's denn hier? Schnelles Spiel, Überfall, Hotwire, Eroberung. Also Überfall natürlich richtig geil. Serverbrowser gibt es natürlich auch, kann man hier durchsuchen. Überfall, Banküberfall. Boah, 32 Spieler, Alter, das wird mega geil, Freunde. Ja, würde ich sagen, klicken wir auf schnelles Spiel und sehen uns gleich direkt im Spiel wieder. Ich freue mich schon richtig drauf. Ich habe auch hohe Erwartungen an das Spiel. Das soll ja, wie gesagt, sozusagen der GTA-Shooter im Ego-Modus sein. Weil, ja, Banküberfälle und sowas. Ja, wir lassen uns einfach mal überraschen, Freunde. Aber hier können natürlich auch Fehler drin sein, ne? Weil es ist nur eine Beta, da können auch viele Bugs sein. Die Grafik ist noch nicht vielleicht perfekt. Ja, wir lassen uns überraschen, Freunde. Bis gleich! Was ist das denn jetzt hier, Alter? Operator haben wir hier, Mechaniker, wir klicken einfach mal drauf. Alter, los geht's, Freunde! Battlefield Hardline, ey! Los geht's, gib ihm! Alter, sieht auf jeden Fall auf den ersten Blick so aus wie Battlefield 4, muss man ehrlich sagen. Aber ist ja, wie gesagt, nur eine Beta. Vielleicht wird die Grafik sich noch minimal verbessern. So, wir schauen jetzt mal hier, was wir machen müssen. Also, unsere Aufgabe ist es, glaube ich, entweder den Tresor zu beschützen. Da ist der Träger. Den müssen wir töten. Der hat unseren Tresor geklaut. Der muss getötet werden. Da versteckt er sich im Bus, Alter, mit dem Buslenkrad, der Pisser. Den hole ich. Den hole ich. Nein, mach mal Platz hier. Den Träger, der gehört mir. Der gehört mir. Der gehört mir. Holt euch das Paket. Da. Bam, hab ich. Da ist das Paket. Ich krieg die Scheiße. Rückeroberung. Wo ist das? Wo ist das Paket, Alter? Wo ist das? Scheiße, Alter. Boah, guck mal, wie viele da sind, Mann. Hab ich keine Granaten? Ah, fuck. Boah, die Waffe ist aber echt nicht so gut. Die fuckt mich mega ab, die Waffe. Da, Granate. Wirf sie, ey. Komm. Vielleicht kommt die gut an. Die kommt gut. Die kommt gut. Die kommt. Getroffen, Alter. Aber der ist nicht gestorben. Rückeroberung steht da gerade. Verteidigt den Tresor, Beuterückgabe. Okay, wir müssen jetzt den Tresor wieder verteidigen, da hinten. So, auf den ersten Blick machst du auf jeden Fall... Heißt du einfach Gillette Abdi oder was? Gillette Abdi, ich rasiere euch alle mit Schaum am Nachholen. Da hinten. Da. Alter, wo ist der? Hab ich bekommen, perfekt. Holt euch das Paket. Wir sind jetzt in der Bank drin, Freunde, jetzt laufen wir hier ab. Ich bin der Banker. Und dann gehe ich weiter und du bist ein Henker. Oh, da, Gegner. Bam. Scheiße. Oh, das habt ihr jetzt nicht gesehen, Freunde. Kacke, Alter. Muss ich jetzt mal wieder dran gewöhnen, Freunde. Ja, Battlefield. Aber erster Eindruck, muss ich sagen, macht Bock. Das sieht auch unten alles anders aus. Ja, sieht jetzt ein bisschen nicht so professionell aus wie damals. Aber ich guck mal, ob wir hier noch ein bisschen anpassen können. Primärwaffe. Kann man die noch ändern? Primärwaffe. Ja, man kann die... Ah, man muss sich... Ja, man kann die sich kaufen. Ja, perfekt. Aber wir haben leider nicht so viel Geld. Deshalb nehmen wir die jetzt erstmal weiterhin. So. Zack, weiter geht's. Ab geht die Post, Freunde. Verteidigen B. Also erster Eindruck, ist geil, muss man ehrlich sagen. Ja, Freunde, gestern kam das letzte Last of Us Let's Play auf unserem Kanal online. Also falls ihr das verpasst haben solltet, müsst ihr euch das auf jeden Fall reinziehen, ey. Es sind Tränen geflossen, es war einfach nur mega krass. Alter, ich komme mit der Empfindlichkeit nicht klar, die ist mega scheiße. Ich stelle die, glaube ich, gleich mal um, wenn ich sterbe, aber erstmal will ich noch weiterspielen. Boah, es macht aber auch nochmal Bock, die Location hier sieht richtig geil aus, Bank und so. Alter, komm. Los geht's. Define the objectives. Wie mache ich die Tür hier auf? Hallo, mach die Tür hier auf! Meinst du, man kann die wegspringen? 3, 2, 1, boom. Ja, ist klar. Ich dachte, bei Battlefield geht alles kaputt, außer die Türen. Verteidigen B. So, wir fahren jetzt mal dahin. Wir gehen jetzt mal dahin. Ich bin voll aufgedreht, Freunde, weil ich liebe das bei neuen Spielen. Die direkt so zu erkundschaften und das macht mir mega viel Spaß. Da hinten war einer, da. Mann, der war schneller als ich. So, stellen wir mal auf jeden Fall die Empfindlichkeit ein. Also, ja, die Beta ist auf jeden Fall für fast alle... Konsolen zugänglich, PC, PS4, Xbox One, könnt ihr euch ja gerne runterladen, ist umsonst, hat glaube ich 11 GB, wir machen mal Empfindlichkeit, machen mal 25, so, machen mal die Hälfte davon, zack, weiter geht's, Operator, ja, ist gut, so, ja, ist schon besser, Freunde, so, verteidige den Tresor, weiter geht's, was ist denn unser Verhältnis, wie sieht man das nochmal, Start gedrückt halt, naja, 6 zu 5, ja,
Ein Kill im Plus. Das ist in Ordnung. Freunde, ihr kennt mich ja. Solange wir im Plus sind, ist alles super. Alles super finit. Kann ich doch so einen Polizeiwagen schnappen? Steig doch mal da ein. Fuck, einer wird umgebracht hier. So, wo geht denn die ganze Post ab? Da hinten kommt einer. Habe ich auf der Karte gerade gesehen. Da, geht ihn da hinten durch? Den hole ich mir, den hole ich mir. Jetzt kommt James Bond. Oh mein Gott, Alter, ich fix sie alle von hinten. Komm, nachladen, nachladen, nachladen. Da war noch einer. Nein, Alter. Aber ich hatte den richtigen Riecher wie Zlatan Ibrahimovic. Alter. Macht echt unnormal Bock, Freunde. Also ich werde auf jeden Fall einige Let's Plays dazu aufnehmen. Wenn es euch bisher gefallen hat, könnt ihr auf jeden Fall jetzt schon gerne einen Daumen nach oben da lassen. Dann weiß ich Bescheid. Ihr wollt mehr davon sehen, Freunde. Und ich hätte auch sowieso mehr Bock darauf, das mehr aufzunehmen. Weil es gibt, glaube ich, hier verschiedene Maps. 3 Stück oder so. Oder gibt es nur die hier? Das weiß ich nicht. Aber, zack. Boah, die Waffe ist geil. Die Waffe ist geil. Die gefällt mir. So, wir sind schon aufgestiegen, ein Level. Geil. Ich werde, glaube ich, die Beta die ganzen Tage suchen. Also FIFA wird erstmal zur Seite gelegt werden, ey. Komm, komm. Fuck, da hinten ballert einer. Ganz ruhig, ganz ruhig. Der kann uns nicht töten. Da. Warte, ich warte jetzt einfach mal auf den. Ich leg mich mal hier hin auf Rille, Peter, ey. Ja, wo ist der? Wir sind gerade hier reingegangen. Wir schauen einfach mal. So, da hat der eine mich gerade getötet. Hier, aber das ist locker. Die kommen jetzt alle von da. Ich lass den Affen mal vorgehen. Da hinten, da hinten, da hinten, da hinten. Komm, den holen wir uns, den holen wir uns. Komm, lauf, lauf. Da. Meiner, 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 meiner. Ja, hab ich bekommen, Alter. Du wurdest befördert. Da. Boah, ey, das macht unnormal Bock, Freunde. Ich sag's euch. Das macht unnormal Bock. Ohne Witz, das werde ich mir auf jeden Fall zulegen und richtig viele Let's Plays dazu raushauen. Kollege ist ja auch dabei. Der Rapper Kollege, der hat ja auch so einen Einsatz bekommen. Der hat irgendwie die Stimme des von unserem fiesen Boss bekommen. Wird bestimmt auch richtig cool werden, ey. Alle Tickets verbraucht. Banküberfall, deine Statistik. 12 Kills, 6 Verluste. Ja, das sieht auf jeden Fall gut aus. Dumm, dumm. Richtig. Rockmusik am Start. Yeah. So. Ja, Freunde, ich würde sagen, das war's dann jetzt auch an dieser Stelle hier vom ersten Battlefield 4, Battlefield Hardline Let's Play. Ich würde sagen, ja, wir werden auf jeden Fall noch einige Let's Plays dazu aufnehmen. Die nächste Runde startet gleich, aber wir haben jetzt schon ziemlich spät. Ich will ja, dass das Video heute noch online kommt. Von daher beenden wir das Ganze hier. Ja, hat mir auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht. Der erste Eindruck ist auf jeden Fall top. Grafik, wie gesagt, ähnlich wie bei Battlefield 4. Aber, ja, ist ja wie gesagt nur eine Beta. Da kann sich auf jeden Fall noch einiges ändern und... Ja, ist auf jeden Fall so ein Must-Have-Titel, den ich mir auch zulegen werde. Hier gibt es noch andere Modi, die können wir am nächsten Mal zocken. Hotwire kann man ja quer durch das Level verteilt, befinden sich markierte Fahrzeuge. Cops und Verbraucher müssen sich diese Zielfahrzeuge sichern und schnell mit ihnen fahren, damit die Ticketzahl der Gegenseite sinkt. Dies ähnelt der klassischen Eroberung, doch die Kontrollpunkte sind temporeich und actiongeladen. Ja, sieht auf jeden Fall richtig geil aus, Freunde. Also wir werden auf jeden Fall noch einige Let's Plays dafür rausholen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich natürlich wieder selber 2000 Likes freuen. Vergewaltigt den Like-Button, Freunde. Und ja, würde ich sagen, morgen oder übermorgen haue ich direkt den nächsten Part raus. Ich guck mal, was morgen kommt. Aber ich hätte eigentlich direkt Bock, morgen noch die nächste Folge aufzunehmen und dann auf jeden Fall so, ja, eine halbe Stunde, statt diesmal 10 Minuten. 10 Minuten soll jetzt nur so ein kleiner Einstieg gewesen sein, wie gesagt, Freunde. Ich laber jetzt ein bisschen zu viel rum. Euer Öni ist raus. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Haut rein, macht's gut und ciao!